Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Whispered World, die Special Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich das Tutorial abgeschlossen und waren hier in dem Wohnwagen von dem Opa. Und ja, heute wollen wir uns mal hier noch ein bisschen umschauen und mal schauen, wie es weitergeht. Wir schauen uns jetzt erstmal den Anzug an, würde ich sagen. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Aha. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Ja, rate kennen doch wir. Mal. Kennen ich wir schon. Tippe auf Nein. Bravo! Und jetzt mach. Ja, das kennen wir bereits. So. Anzug mitnehmen? Ja. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur. Ja, ja, das kennen wir ja bereits. Irgendwie. Der Ben, der. Der. Ich weiß auch nicht, der ist mir nicht ganz sympathisch. Hallo? Ich habe Opas Socken schon 1000 Mal stopfen müssen, aber er weigert sich noch immer, die Fakirnummer barfuß durchzuführen. Ja, war klar. Finger weg! Ja, ja. Alles gut. Mein Guter. So, wir haben hier noch eine Schaufel. Was kann man denn mit der machen? Schauen wir uns mal an. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Ja. Na, lecker. Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Wie komme ich da überhaupt drauf? Schaufel mitnehmen? Okay, das funktioniert. Gut. Wir schauen uns mal ganz kurz im Wohnwagen um. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, hier oben haben wir nämlich noch eine Mütze. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Können wir die mitnehmen? Aber wie soll das da hochkommen? Ich komme nicht ran. Aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Okay. Ja, da haben wir hier noch den Bärenkopf. Was kann man... Schauen wir uns mal an. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ja. Ach ja, das sieht aber auch immer alles schlecht an. Aha. Ah, okay. Ja, gut, dann ja, nehmen wir mal den Schlüssel mit. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Ja, genau. So, eine Schublade haben wir bereits geschaut. Hier hängt noch ein bisschen Wäsche rum. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Och, der Arme. So, okay, können wir die Wäsche mitnehmen? Ich komme nicht dran. Ja. So ein Pech, ja. Kennen wir bereits. Hier hängt noch ein Papierfetzen. Können wir uns den mal anschauen? Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Ja, dann nehmen wir ihn. Stopft den in den Propfen und dann die Kanone. Dann wird gezündet und dann fliegt er. Ja, fein. So, wie komme ich jetzt wieder hier zurück? Ja, raus. Gut. Dann haben wir hier noch ein Loch. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Können wir da irgendwie rein? Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und 2 weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Gut, in dem Herd ist wahrscheinlich auch nichts. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Okay. Aufmachen kann man das auch nicht. Das ist zwecklos. Ja. Die Klinke ist abgebrochen. Haben wir dafür irgendwas im Inventar, was wir nehmen könnten? Nö. Nö, nö, nö. Teppich haben wir hier noch, aber das... Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen. Ja, ganz egal wie du... Ja, das kennen wir ja schon. Okay, da hätten wir hier eigentlich alles angeschaut, außer die Kerze. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Können wir sie ausmachen? Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Ja, also wenn du dich mal eine Kerze auskriegst, mein Guter. Also bitte, bitte, bitte. Was war denn das hier noch? Bärenkralle.
Aber bestimmt selber. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Okay, kann man die mitnehmen? Hallo. Ja, kann man einpacken. Sehr schön. Finde ich gut. So, dann haben wir ja hinten wieder alles. Und da gehen wir mal raus. Und ich hatte ja vorhin schon gesehen, dass wir hier raus können. Oder weiter können. Dann machen wir das einfach mal und gehen mal in den Wald hinein. Wo willst du hin? Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Ja. Wir verlaufen uns schon nicht, mein Guter. Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Okay. ja. Und nun? Können wir nirgends mal weiter? Geh mal hier ein Stück rüber. Das ist auch schön. Wir kommen hier nicht weiter, oder? Hä? Das ist die blinde Kuh ohne Augenbinde. Aber irgendwie müssen wir doch mal irgendwo weiterkommen, oder? Gibt's doch gar nicht. Das ist echt blöd, oder? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Kommen wir hier nicht weiter, wenn wir hier einfach mal durchlaufen? Das muss doch nur gehen. Gibt's doch gar nicht. Na, jetzt kommt er wieder da drüben raus. Das wird von Mal zu Mal lustiger. Okay. Also wir kommen jetzt erstmal von hier nicht weg. Was haben wir denn jetzt so da? Wir können das Gebiss mal nehmen. Auf Opa. Brauchst du deine Zähne, Opa? Ach, wozu? Heute gibt es Suppe. Das stören die nur. Mhm, okay. Was haben wir noch so? Haarnetz. Das könnte man Opa mal geben. Mal gucken, was er sagt. Brauchst du dein Haarnetz, Opa? Nur zum Kochen, zum Schlafen und zum Baden. Ja. Also immer dann, wenn meine Haare nicht nass werden sollen. Ja, das kann man ja bereits. Schlüssel haben wir hier noch. Haarnetz, Zettel, einen Korken, eine Schaufel und die Bärenkralle. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben? ich wünschte, du würdest mich immer mit Ben verwechseln. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? ich habe schon wieder einen schrecklichen Albtraum gehabt. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast,
ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Ich würde mich gerne im Herbstwald umschauen. Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spot denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa, es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht! Der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bart. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bart. Das habe ich schon gemerkt. Am besten du nimmst meinen Kamm, ich meine Kompass. Ach, wo habe ich ihn nur hingelegt? Ich weiß. Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, danke Opa. Unterm Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt, wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja. Also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Ein Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt, direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Opa, das ist nicht der Kompost. Das ist der Kompass. Ja, aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unterm Bett nachsehen? Mach ich. Später. Erinnere mich einfach nochmal dran. Erst einmal gehe ich in den Herbstwald. Aber sei rechtzeitig zum Mittag wieder zurück. Hörst du? Nein, danke. Es gibt ja doch wieder nur Petroleumsuppe. Was war das? Ach, nichts. Danke, Opa. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Bitte lass es gelb sein. Ah, schön. Was weißt du denn über Albträume und Visionen? Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt, ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Okay, bis später. Kopf hoch, Ben. Ich mag den Opa, der ist cool. Ben ist mir ist unsympathisch. Unsympathischer Typ. So, wir haben den Kompass, jetzt gehen wir mal in den Wald. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja.
Das wird von Mal zu Mal lustiger. Mhm. Müssen wir den Kompass in die Hand nehmen? Geh nochmal hier rüber. Schwupps. Und dann nehmen wir mal den Kompass in die Hand und... Müssten doch eigentlich hier durchgehen können. Hä? Wir haben doch nun jetzt den Kompass. Warum geht das jetzt nicht? Hä? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Schön. Kompass. Kompass mit Ben? Ich habe Opas Kompass bekommen. Ha, bei deinem Orientierungssinn wird dir das auch nicht viel helfen. Vielleicht solltest du dich am Wagen festbinden, damit du uns nicht verloren gehst. Ihr würdet doch jubeln, wenn ich verloren ginge. Ach ja. Oh, böser, böser Mann. Aber warum kann ich jetzt nicht weitergehen mit dem Kompass in der Hand? Es geht nicht. Das klappt also nicht. Haben wir den Zettel? Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Ah, Moment. Kompass? Nee, das klappt auch nicht. Können wir den Kompass... Der Kompass zeigt nach Norden. Dort ist alles still, öd und einfarbig. Es muss wunderbar sein. Ach ja. So, wir haben zwar jetzt den Kompass. Schaufel, Korken und Bärenkralle. Jetzt Bärenkralle? Nee, das bringt uns ja nichts. Wir kommen da nicht raus zurzeit. Kommen hier nicht raus. Was müssen wir denn jetzt da machen? Wir schauen mal ganz kurz noch unter dem Bett vom Opa. Vielleicht ist da wirklich noch irgendwas versteckt, was uns weiterbringt. Ah, nee, hier haben wir. Taschentuch? Ja, komm, hab dich nicht so. Komm. Einpacken tust du es ja doch. So, na gut, aber wir haben hier eigentlich alles angeschaut uns. Wir gehen nochmal nach draußen. Jetzt haben wir doch ein Taschentuch. Wir haben jetzt noch ein Taschentuch. Wir gehen nochmal bei uns in den Wohnwagen. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, das uns weiterbringt. So, hier kommen wir. Kerze. Taschentuch. Die Kerze ausmachen. Ich sollte nicht anfangen, aus lauter Verzweiflung Sachen zu verbrennen. Auf diese Weise habe ich damals meine Ameisenfarm verloren. Huch. Schlüssel. Schaufel. Kompass. Bärenkralle? Können wir mit der Bärenkralle hier das, den Herd aufmachen? Nee, ne? Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Ich sollte das Ofenrohr nicht wahllos mit irgendwelchen Dingen verstopfen. Das letzte Mal hat der ganze Wohnwagen nach Rauch gestunken. Ich habe mich noch Monate später in den Schlaf gehustet. okay. Schlüssel hätten wir hier. Korken... Den Korken kann man wahrscheinlich auch nicht hier oben reinstecken. Ich sollte das Ofenrohr, das letzte ich habe. Das kennen wir schon. Wir haben aber auch hier nicht wirklich viel mehr. Also kann ich die Tür, wenn ich die schließe? Wird mir aber nichts bringen, denke ich mal. Da wird nichts dahinter versteckt sein, ne? Nö, da ist leider nichts dahinter. So, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir jetzt hier noch machen, so richtig? Was waren die Zettel? Aufstehen, ja, schlafen gehen, Bruno waschen, Publikum suchen, Spot füttern. Was ist, wenn wir Spot jetzt dick machen mal? Ben hat leider recht. Spot hatte nur... Ja, das kennen wir bereits. Nehmen. Ja, gut, bringt uns ja auch nicht so viel. Aber wir müssen doch nun weiterkommen können. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Hä?
Genau. Hä? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Mit der Falle müssen wir auch noch irgendwas machen können, denke ich mal. Die ist nicht umsonst da. Ach, sonst können wir hier nicht viel mehr machen. Ja gut, den Wohnwagen anfassen, das wird ja nichts bringen. Dafür haben wir Bruno. Ja, na, also, das ist egal. Aber mit der Falle müssen wir noch irgendwas machen können, denke ich mal. Schlüssel. Wozu ist der Schlüssel auch da, der da drin hing? Hm. Taschentuch? Huch. Hallo. Das wird auch nichts bringen, oder? Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Hm. Okay, Korken haben wir noch. Das Schaufel. Hm. Ja, wir müssen noch mit dem Kompass was machen können. Der Kompass zeigt nach Norden, wo die Menschen noch wissen, wie man schweigt. Es muss wunderbar sein. Ja. Der Schlüssel für die Falle? Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Ja, ja. Das hast du ja bereits erwähnt. Guck mal, Spot. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ben wollte sicher nicht, dass ich den finde. So klug ist er also gar nicht. Ist jetzt eine gute Frage. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Was müssen wir jetzt tun? Gucken? Spot? Irgendwann werde ich als verbitterter Saufbold enden. Dann bringe ich Spot bei, Flaschen zu entkorken. Das wird schön. Aber irgendwas müssen wir doch jetzt noch machen können. Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir jetzt Sedgwick ausrüsten mit dem Kompass? Nee, kann man auch nicht machen. Der Kompass zeigt nach Nord. Dort gibt ja, ja, das wissen wir ja. Das wissen wir bereits. Oder ist hier noch was im Wohnwagen? Das ist irgendwie manchmal ein bisschen... doch, ein bisschen schwerer. Hier haben wir uns eigentlich alles angeschaut. Wir machen nochmal die Türe zu. Ja, da haben wir den Korken her. Ach, hier ist nichts weiter, was wir jetzt machen könnten. Autsch, heiß. Okay, also das ist heiß. Können wir jetzt das Taschentuch nehmen und dann... Ich möchte gar nicht wissen, ob das zu einem von Opas Rezepten gehört. Wir sind schon wieder bei 22 Minuten und haben in der Folge noch so gut wie gar nichts geschafft. Das ist super toll. Macht schon mal raus. Zugtier. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Wir müssen doch hier in den Wald kommen können. Mit dem Kompass, theoretisch. Eigentlich müssen wir den Kompass nehmen können und hier in den Wald gehen können. Das gibt's gar nicht. Also der macht das. Da geht nicht in den Wald. Warum geht er nicht in den Wald? Hä? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Hm. Wir reden nochmal mit Ben. Vielleicht hat er jetzt neue Hinweise für uns. Hallo Ben. Worum geht's denn diesmal? Warum verlaufe ich mich immer? Warum verlaufe ich mich immer? Weil du zu nichts zu gebrauchen bist. Darum, dein fehlender Orientierungssinn ist nur ein weiterer Eintrag auf der langen Liste deiner Unfähigkeiten. Ohne Karte und Kompass könntest du nicht einmal deine Füße finden. Karte? Und was soll das jetzt? Ich suche meine Füße, damit ich dich für die Bemerkung treten kann. Okay, woher bekomme ich denn eine Karte? Woher bekomme ich eine Karte? Ich habe eine Karte im Wagen. Es wird aber nicht ganz leicht sein, sie zu finden. Warum? Du weißt doch, wie senil Opa ist. Ich habe die Karte versteckt, weil er sie immer mit einem seiner Kochrezepte verwechselt. Ach ja, ich erinnere mich. Wenn ich jemals wieder Nordosten essen muss, übergebe ich mich. So viel steht fest. Bis später. Sehr schön. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Nordostessen. Ach, das ist toll. So, wir gehen nochmal in den Wohnwagen. Er meinte, da müsste die Karte liegen. Ich frage mich bloß, wo.
wahrscheinlich hier oben mit drin, oder? In der Wäsche? Ich komme nicht dran. So ein Pech. Können wir etwas da hochschmeißen vielleicht? Mit der Schaufel probieren irgendwie. Ob ich damit wohl rankäme? Ich tue mal so, als hätte ich's probiert und wäre gescheitert. Darin habe ich ja eh Übung. Mütze? Ob ich damit wohl rankäme? Ich tue mal, darin habe ich... Okay, also damit schon mal nicht. Wir nehmen die Bärenklaue mal und versuchen mal. Unsere Zirkuskleidung ist kratz- und bissfest. Sonst hätte ich die alte Pudeldressurnummer wahrscheinlich nicht überlebt. Ironischerweise waren die Zirkuspudel nicht ganz so kratz- und bissfest. Ben weiß bis heute nicht, wie der Wolf in den Pudelkäfig kam. Wann habe ich diese Nummer gehasst? Unsere Zirkuskleidung ist sonst die Ruhe. Das hast du bereits gesagt. Wann habe ich diese Nummer? So. Können wir Spot nehmen und den hier mal in die Wäsche hochschmeißen? Spot braucht kein Kostüm. Ich hatte immer, es endet seitdem. Ja, das geht also auch nicht. Und Spot hier ins Loch rein. Du bist echt fett geworden, Spot. Früher passtest du spielend leicht durch jedes noch so enge Loch. Und jetzt sieh dich an. Okay, Moment, da machen wir den mal ganz kurz ein bisschen kleiner. Das könnte tatsächlich klappen. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du schaffst das? Na, dann mal los. No. Flupp. Da geht er rein. Und? Nicht ganz übel. Schön. So, was haben wir denn hier drin? Eine Schatulle. Können wir die aufmachen? Ach nee, die haben wir jetzt eingepackt. Okay. Sonst liegt hier nichts mehr drin. Eine Schatulle. Die können wir doch bestimmt jetzt öffnen mit dem Schlüssel, oder? Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Der passt. Die Schatulle ist offen. Jawohl. Und da haben wir die Karte. Sehr toll. Das passt. Okay, da gehen wir dann in der nächsten Folge mal auf Wanderschaft und gehen dann einfach mal in den Wald hinein. Ja, bis dahin, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.